Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Und nice, die ganzen Gase haben wir schon mal. Den Rest dafür noch nicht. Okay. Nasana treffen, jetzt nicht. Asari-Schriften, 2 von 10. An Bord des Frachters gehen, sowieso. Oh, und noch mehr Sachen, die wir suchen dürfen. Ja, nice. Ja, nice. Gut. Wir wollten als nächstes an Bord eines Frachters gehen, der voller Biotika ist. Und das machen wir jetzt auch. Ich hätte gerne jemanden, der dechiffrieren kann. Und eine Kampfsau wäre auch nicht schlecht. Rex, du kommst auch mit. So, Squad. Genau, du hast ein Level up. Du kümmerst dich dann mal um dein Sturmgewehr weiterhin. Auch wenn er normalerweise ja eher auf die Dings sollte, auf die Shotgun, aber naja. Rex, Sturmgewehr, genau. Tali, Shotgun, ja, wenn du damit umgehen könntest, daher bleibst du bei der Pistole. Scheint mir nämlich nicht, als ob du damit umgehen könntest. Natürlich die obligatorische während der Aufnahmesession ankommende, die obligatorische während der Session aufnehmende E-Mail. Was habe ich gerade gesagt? Egal, immer diese E-Mails, also bekomme immer mindestens eine E-Mail, während ich gerade in einer Aufnahmesession bin. Das ist ja nichts Neues. Ich glaube, das könnte hier so ein Insider werden. Insider, genau. Schön leise und vorsichtig. Eindringlinge! Tötet die Geiseln! Boah, wir essen da jetzt blöd nach vorne gerannt. Alter. Alter, wie geht ihr denn ab? What the shit? Seid ihr auf Drogen oder so? Zieht euch das... What the fuck war das denn? Vor allem, was rennt die dumme Tali-Kuh einfach mal los? Ich weiß einfach, warum ich diese dumme Kuh hasse. Es ist einfach mal eiskalt so. Dieses... mega dumme Stück Scheiße. Klingt hart, ist aber so. Eindringlinge, tötet die Geisel. Ich treffe die noch nicht mal alle mit der Shotgun oder so. Ich treffe die einfach auch überhaupt gar nicht. Die stürmen alle direkt wie Wahnsinnige los. Was soll denn das? Wie willst du das denn überhaupt schaffen, wenn die alle wie Bekloppte losrennen? No chance in hell, sage ich da nur. Ist ja der Shit.
weil ich jetzt losrenne, gibt es nämlich den Mega-Stress. Eindringlinge, tötet die Geisel! Alter. Kannst du mal endlich... Natürlich. Dich mache ich fertig. Dich mache ich fertig. Alter. Das ist ja der Shit, ey. Meine Güte. Lass erstmal speichern hier. Das ist ja der Wahnsinn. Speichern und vor allem die Bombe finden. Teufel. Geht dir aus dem Weg. Na, da lang. Sehen Sie, wie es ist? Man schreibt Briefe und wird von allen ignoriert. Gewalt ist das Einzige, das die Leute verstehen. Wie wäre es, wenn ich den Vorsitzenden Burns töte und diese Scharade beende? Bitte, ich versuche doch nur, Ihrem Volk zu helfen. Tun Sie nichts, was wir alle bereuen müssten. Warum nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Da der Vorsitzende hier entschieden hat, dass wir keine Entschädigung bekommen werden, haben wir nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wo ich Sie gesehen habe, wurde mir klar, dass Sie... Sie hatten Ihre Chance. Einige L2 sind aufgrund der Nebenwirkungen der Implantate fast verkrüppelt. Aber Sie sind gegen Entschädigungen. Denken Sie darüber nach. Burns ist der, der Ihnen helfen kann. Ja, wenn Sie mich freilassen, kann ich mir die Entschädigungsanträge nochmal ansehen. Was? Wir sollen Ihnen vertrauen? Klar, Sie versprechen uns die Freiheit und sagen, dass alles gut wird. Aber sobald wir uns ergeben, hintergehen Sie uns. Ich verspreche nicht, Sie gehen zu lassen. Ich sage nur, dass Burns sich die Sache nochmal ansieht. Nicht wahr, Burns? Sicher. Ich hatte keine Ahnung, dass die L2-Biotiker so verzweifelt sind. Hätte ich das gewusst? Es wird Entschädigungen geben. Das verspreche ich Ihnen. Sie haben recht. Ich will nicht sterben. Vielleicht passiert ja diesmal was. Ich gebe auf. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ich werde dafür sorgen, dass die Entschädigungsdiskussion weitergeführt wird. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so verzweifelt waren. Ein Kreuzer der 5. Flotte wird Sie und die Gefangenen in Kürze abholen. Yeah, Mann! Sogar noch auf vorbildlich geschafft, ey. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Echt gut. Echt richtig, 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 richtig gut. Zack. Schon wieder alles Stufe 3. So viel Stufe 3. Ganz viel Stufe 3 Zeug hier. Kann ich hier? Leichte Dechiffrierung. Na klar kann ich. Sogar Stufe 4 gerade. Oder war das schon Stufe 6? Keine Ahnung. Was haben wir hier?
Klar, nehmen wir. Ah, sogar mit Überreden geschafft. Das war auch meine Hoffnung gewesen, weil, wie gesagt, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Diese Mission blieb mir auch in Erinnerung, auch wenn nicht so krass. Aber gut. Boah, der Boden hier mit dem Glas ist aber auch krass. Ich glaube, ich hätte da mal wieder zwischendurch mal Angst, durch den Boden zu krachen. Oder, ja, keine Ahnung. Fenster sind immer ein Sicherheitsrisiko in Raumschiffen. Quasi. Nun gut. Mission erfolgreich beendet. Echt gut. Bin echt zufrieden, dass es mit Überreden geklappt hat. Hätte ich nicht gedacht. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben, Commander. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ihre Hilfe auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. Fünfte Flotte Ende. Dankeschön. Dann sind wir auch jetzt hier so in diesem System fertig. Wir können Anna Dingsbums anfliegen. Antaeus, genau. Gucken wir uns hier nochmal um. Nix. Erkunden, Uran. Hier darf ich landen, machen wir nachher. Noch mehr von der Matriarchin. Ja, war ganz schön rumgekommen, das Mädel. Wasserstoff. Was haben wir hier? Nichts. Na gut, dann landen wir jetzt mal wieder. Ich lese mir die Texte nicht durch. Sorry, aber das ist dann doch ein bisschen zu viel. Ich hätte gerne Liara dabei und Tali wieder. Aufgrund ihrer Dechiffrierungskünste. Ich sollte da vielleicht... Ups. Gerade ans Headset gekommen. Sollte ich da vielleicht mal jemand für Abschiffe holen? Vielleicht hier. Garus, der kann glaube ich auch dechiffrieren, ne? Der wäre doch ein guter. Oh, eine Anomalie. Fahren wir erstmal zur Anomalie hin. Und da das hier ein verdammter Wüstenplanet ist, wie es aussieht, habe ich Angst auf einen scheiß Dreschlund. Einen von dieser fucking Würmer, wenn ihr die vorherigen Parts gesehen habt. Irgendeiner der vorherigen Parts. Vor allem hier wäre doch ein guter Punkt. Dieser riesigen Fläche. Vor allem kommen die immer so plötzlich, gerade wenn man nicht dran denkt und hat schöne Gedanken und alles, dann kommen die aus dem Boden geschossen und man erschreckt sich zu Tode. Ist mir schon öfter vorgekommen. Passiert. Hab's auch schon ein paar Mal miterlebt. Noch gerade so mitten im Satz und am Labern. Oh, hier könnte auch einer sein. Und schon schreit diese Person. Torianische Insignien. Sehr gut. Dann kann man jetzt zur Forschungsbasis. Vor allem ist das hier nicht so ein ekelhaftes Berggebiet. Ich hab's ja gewusst. Aber war jetzt nicht so, als wenn er mich voll erschreckt hätte. Alter, willst du mich verarschen? Scheiße. Scheiße. Reparieren.
Ah, sehr gut. Das hat mich da einmal ordentlich erwischt, ne? Wo ist das? So. Sehr nice. Die Erfahrungspunkte sowie die Credits kann man gut gebrauchen. Sind doch, glaube ich, Credits, ne? Bin da jetzt nicht falsch. Das ist genauso wie in Star Wars Credits. Nicht, dass ich jetzt hier ein bisschen zu oft Star Wars gesehen habe im Kino. Ganze viermal. Hab einiges an Geld in Star Wars gelassen. Einmal auf 3D geguckt, einmal auf Englisch normal und dann nochmal zweimal auf normal. Ich fand den schon echt gut. Mir hat er gefallen. Mich hat er unterhalten. Und mehr sollen die Filme ja eigentlich jetzt auch nicht wirklich. Soll unterhalten. Alles cool. Hier scheint niemand zu sein. Das scheint zu stimmen. Dann ist allerdings nur die Frage, warum hier niemand ist. Sieht aber auch echt trostlos aus hier, also. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. Vielleicht finden wir an der Ausgrabungsstätte weitere Antworten. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Könnte was Proteanisches sein, eventuell. Laut dieser Aufzeichnungen hat das Erkundungsteam eine Art Alien-Technologie ausgegraben. Ja, das weiß ich ja. Vielleicht finden wir an der Ausgrabungsstätte weitere Antworten. Ja, darüber haben wir ja schon geredet. Deshalb fahren wir da mal rüber gucken. Ich habe aber auch ein ganz mieses Gefühl bei der Sache gerade. Ich glaube, ich erinnere mich hier gerade so Flashback-mäßig an diese Ausgrabungsstätte zurück. Wenn das denn diese Ausgrabungsstätte ist, die ich vermute. Hier hat aber noch jemand ein Level up. Guck mal, machen wir Elektronik voll. Erste Hilfe machen wir auch ein bisschen. Jo. Apropos, Tagebuch. Achso. Nun gut. Ja, ich glaube, die Mission kenne ich. Speichern. Ich glaube, hier könnte ich eventuell das ein und oder und andere Mal sterben. Ich glaube, das hat was mit den Proteanern, Schrägstrich, unter anderem auch Guest zu tun. Husk, ja, eindeutig. Sie kalt. Oh Gott. Oh, lauf. Ich habe natürlich keine Granaten. Steht mal wieder auf. Und dann helft mir. Wo hänge ich denn jetzt? Alter, das macht aber auch so unfassbar viel Damage.
Ihr seid jetzt echt respawned. Und dann wieder zu sterben. Nice, Leute. Mach ich ihn überhaupt gerade Damage? Alter Schwede! Ich kann mich echt noch daran erinnern, dass ich hier früher, als ich diese Mission gespielt hatte, extrem oft gestorben bin und mich tierisch aufgeregt hatte. Speichern. Ups. Weil man hat ja gesehen, die Dinger machen doch schon recht passablen Damage. Und das war's ja noch nicht alles. Hier kommt ja noch mehr. Wie ich gesagt habe. Ich treffe den mit der Shotgun hier nicht. Einer weniger. Alter. Oh shit. Alter, warum zoomst du nicht? Alter. Alter. Ich glaube, es ist somit verständlich, warum ich damals des Öfteren hier mal gestorben bin. Den kann ich jetzt leider nicht nehmen, ne? Schade. Einfach auf die Normandie gebracht und selber zu so einem Zombie geworden. Hat wäre doch nice gewesen. Was haben wir denn hier hinten drin? Ich glaube, hier gab es nämlich noch Sachen abzuholen. Ja, da sind die ganzen Vorrichtungen. Stufe 4, 3, 3. Also 3, 3, 4 quasi. Ich glaube aber, den Rest des Planeten werden wir auf dem Extra, werden wir nachher noch machen dürfen, beziehungsweise morgen. Denn 25 Minuten bin ich jetzt schon dabei. Schlammkanister.
Haben hier jetzt auch alles geborgen? Eieieiei, ganz schön stressig gewesen hier. Ich bin auch hier in Mass Effect 2 nicht gerade der beste Spieler. Das sollte ich noch dazu erwähnen, auf jeden Fall. Wenn es euch nicht eh schon aufgefallen ist, für die, die Mass Effect kennen und es selber gespielt haben und sich dabei ab und zu dachten, was macht er denn da für eine Scheiße teilweise? Ich habe es nur einmal gespielt. Mass Effect 2 und Mass Effect 3 sieht das Ganze nochmal komplett anders aus. Aber gut. Dann wollen wir hier mal raus. Wir haben hier die Mission erfüllt. Wissen, was passiert ist. So halb zumindest. Wenn ich die ganze Arbeit gemacht habe. Und das Team die ganze Zeit gestorben ist. Naja, so halb gestorben zumindest. Hier, diesen vollen Helm finde ich eigentlich ganz nice. Wieso kann man den nicht einfach normal aufhaben dann? So. Ganz gleich viel besser. So, dann fahren wir jetzt mal nach da oben zur Anomalie. Und dann mache ich, denke ich, mal Schluss mit dem Part. Je nachdem, was das andere noch ist. Was haben wir denn da? Ein Transmitterturm. Dieses Gerät überträgt Signalbündel in den geosynchronen Orbit. Dadurch wird die Funktion der GPS-Satelliten des Untersuchungsteams so vehement gestört, dass sie in der Nähe abgestürzt sind. Beziehungsweise abgestürzt ist. Was haben wir hier? Trümmer. Die untersuchen wir dann jetzt auch noch schnell. Kann ich hier noch irgendwas bergen oder so? Nee, ne? Scheint nicht so. Ist einfach nur alles abgecrashed. Da sieht man auch so einen schönen Mond. Und hier sieht man nochmal einen Mond. Rückfahren, links, geradeaus und dann nach rechts hier über diesen Gipfel. Vielleicht werde ich dann auch nachher, wenn ich den Cut gemacht habe, werde ich da vielleicht nochmal hingehen und werde dann offscreen den Planeten hier nochmal auf die Schnelle absuchen nach Rohstoffen. Nach Rohmaterialien, die ich suchen muss. Und anderem Kram. Und euch dann darüber Bericht erstatten quasi. Boah, das war aber ein Volltreffer. Zack, zack. Interessant. Scheiße. Scheiße! Oh Mann! Für den Scheiß hier jetzt nur. In Anführungsstrichen Scheiß. Ja gut. Da sehen wir uns
morgen wieder bei Mass Effect. Euer Steve von den Online Game Masters. Ciao, bis dann.